moin moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal Leon Films. Ja, liebe Leute, heute mal wieder ein neues Video in der Frische. Ja, Leute, ich war lange nicht mehr da. Jetzt wird's aber krass, denn bald kommt Blond raus, Leute. Es wird jetzt wieder ein bisschen mehr Videos kommen. Hoffentlich, ich verspreche mal nichts. Aber da bald Blond rauskommt, wird da auf jeden Fall was zu kommen. Gut, liebe Leute, ja, wie ihr schon am Titel und eventuell auch im Vorintro erkennen konntet, geht es heute ja um Elvis. Nur, nicht einfach nur so um Elvis, sondern um Elvis 2022 versus Elvis 1978 oder 79, warte mal, Leute. Das kann aber eigentlich gar nicht Sinn, Leute. Oder der Elvis noch gelebt. Nee, das macht keinen Sinn, Leute. Das glaube ich nicht. Das geht nicht. So, Leute, auf jeden Fall. Elvis 1900, ja, ich sage jetzt mal 78. So war er, glaube ich. Ich blende es hier ein. Auf jeden Fall nicht 76. Ja. Versus Elvis 2022. Den kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil ich habe den auf Blu-ray schon bestellt, aber der kommt irgendwie nicht. Dauert wieder 5 Jahre. Jo, gut, Leute. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Ich habe das in Kapiteln eingeteilt. Schauspieler, die Songs, die Moves. Deswegen würde ich sagen, Leute, geht's direkt auch los. Intro habt ihr ja schon gesehen und ich würde sagen, los geht's. Ja, liebe Leute, ich habe das jetzt hier in 6 Teilen gemacht und ich würde sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Teil an, liebe Leute. Ja, was passiert, wenn man einen Film machen will? Beziehungsweise, was macht man dann zuerst? Ja, man schreibt ein Drehbuch, liebe Leute. Und ja, das ist ja hier ein musikalisches Biopic und deswegen konnte man natürlich sich nicht wirklich frei kreativ gestalten. Das konnte man schon, aber ich meine, jetzt man konnte nicht irgendwie die Story aussuchen, denn die ist ja schon vorgegeben, ne? Es ist ja ein Biopic, beziehungsweise eine Biografie zu einer berühmten Person, nämlich zu Elvis Presley. Und ja, natürlich, wie hat mir an sich die Story gefallen? Fangen wir an beim 1900, ich weiß nicht wann, beim Kurt Russell Elvis. Gut, liebe Leute, also der Film fing relativ gut an. Also man hat zuerst mal gesehen, okay, Elvis geht jetzt nach Vegas und man weiß nicht wirklich, er weiß nicht mehr, ob er es drauf hat in Vegas, obwohl er das 68er Comeback Special gemacht hat. Da war ich mir jetzt auch nicht so wirklich sicher, warum er sich jetzt irgendwie nicht mehr so fühlt, weil er hat doch erst vor, keine Ahnung, welcher Zeitraum das ist, ich denke vor ein paar Monaten, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, doch erst das 68er Comeback Special gemacht und da wurde er doch gefeiert und jeder hat gewusst, okay, er hat es doch drauf, auch gerade wegen If I Can Dream. Ich frage mich jetzt, warum er dann in Vegas dann so misstrauisch war. Ja gut. Und an sich, dann sieht man ihn noch als Kind, wie er so ein bisschen auch mit seinem Zwillingsbruder, ja, der ja verstorben ist bei der Geburt, auch nochmal so ein bisschen, generell, der Zwillingsbruder wird auch mal in diesem Film viel, viel mehr in den Vordergrund gerückt. Beispielsweise, wo er dann nicht mehr weiter weiß, weil er sich auf Vegas vorbereitet und spricht dann zu seinem Schatten und so. Ja, generell, wo er dann auch in das Wasser guckt und dann mit ihm selbst redet quasi, aber es ist ja ein Zwillingsbruder, er sieht ja quasi auch seinen Bruder, weil der sieht ja gleich aus. Und wie gesagt, das wurde viel mehr in den Vordergrund gerückt. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, war die Story ziemlich komisch erklärt. Also ich weiß es auch nicht. Es gibt, glaube ich, eine Version, die 3,5 Stunden tatsächlich dauert. Diese dauert nur 1,5 Stunden. Deswegen, also 105 Minuten. Da weiß ich jetzt halt auch nicht wirklich. Ich habe halt die Version jetzt geschaut, deswegen kann ich das bei der anderen gar nicht beurteilen. So, sorry Leute, hier mal kurz ein Cut. Ja, war ein bisschen doof jetzt gerade, weil die Kamera tut die ganze Zeit überhitzen. Ist ja auch egal. Ja, liebe Freunde, und auf jeden Fall gab es auch immer diese Sprünge. Also ich weiß nicht, man hat nicht verstanden, warum er jetzt tatsächlich in Deutschland war. Also Leute, die Elvis zum Beispiel nicht so gut kennen, haben jetzt irgendwie gar nicht verstanden, warum er jetzt unbedingt nach Deutschland musste, so wirklich. Und irgendwie dieser Aufstieg von Elvis, wie er dann tatsächlich berühmt geworden ist, wie er aufgestiegen ist, mir irgendwie auch gar nicht gefallen. Auch die Verbindung zu seinem Manager, Colonel Tom Parker, wird hier gar nicht gut beleuchtet. Ich finde auch der Schauspieler, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, passt absolut nicht. Generell die Schauspieler finde ich allesamt, bis vielleicht auf Priscilla Presley, nicht gut gewählt. Ne? Aber das ist auch ein anderes Thema. Ja, das Drehbuch.
ich weiß auch nicht, mir hat es auch nicht gefallen, die Art, wie sie Elvis dargestellt haben oftmals. Da wird er kritisiert, er macht die Gitarre kaputt und rennt wie ein flennendes Baby weg. Also hat mir auch gar nicht gefallen. Und auch, wie gesagt, der Aufstieg, wie das alles verbunden ist, wie es, das hat, wurde alles so schnell abgehandelt. Und dann waren wir auf einmal schon am Ende, wo er dann gesungen hat, die American Trilogy am Schluss, an American Trilogy, wo er dann hier so steht, ne, das typische Bild, und dann einfach sieht man sein Leben, aber halt als Kurt Russell, nicht mal Originalaufnahmen. Gut, ich weiß, damals ging das noch nicht, Leute, der Film ist ja schon uralt, damals, ja, da konnte man jetzt nicht, da gab es halt diese originalen Aufnahmen nicht, also gab es schon, wurden schon gemacht damals schon, aber die konnte man nicht in den Film reinpacken. Gut, und jetzt würde ich sagen, reden wir über Elvis 2022, wie der das Ganze gemacht hat mit der Story, beziehungsweise mit dem Drehbuch. Ja, liebe Leute, Elvis 2022 beginnt erstmal damit, dass wir zuerst die Ansicht von Colonel Tom Parker sehen, wie er dann halt ist alles erklärt. Mit Elvis, wir bekommen also quasi einen guten Einstieg und sehen halt, wie er zum Krankenhaus gebracht werden. Und auf einmal sind wir im International Hotel und Elvis tritt auf. Beziehungsweise vorher wird dann erst gesagt, dass er ein Betrüger war und dass er halt die 50% von Elvis Einnahmen ging an den Colonel, ging an ihn halt. Und das wird, alle diese Probleme, all dieses ganze Drama nach Elvis Tod, was dann über Colonel Tom Parker rauskommt, passiert dann halt. Und dann auch in American Trilogy singt dann auch Elvis und das ist dann ziemlich gut gemacht. Und dann geht's dann auch schon los. Der Colonel erklärt halt, wie er dann zum Jahrmarkt kam, wie er Elvis kennengelernt hat. Das wird halt alles Stück für Stück erklärt. Man sieht Elvis seinen ersten Auftritt, beziehungsweise beim Louisiana Hellride. Auch der Colonel erklärt auch die ganze Zeit im Hintergrund mit Sam Phillips und dieses ganze Label, wie das alles dazu kam, dann die Beale Street, wie er auf diesen Stil gekommen ist, den er hatte und auch den Hellride, wie die Frauen dann das erste Mal auf ihn abgefahren sind. Das hat man alles viel besser erklärt, kam alles gut strukturiert, man hat gesehen, wie er wächst, dann wie er wieder fällt, warum er nach Deutschland musste, wie er zurückkommt, wie er da Priscilla kennenlernt. Wobei ich sagen muss, dass dieses ganze Priscilla-Thema, Elvis und Priscilla, die Beziehung, fand ich im Kurt Russell-Film viel besser. Muss ganz ehrlich sagen, hat mir da besser gefallen. Wobei, wie gesagt, die Schauspielerin, ja, gut, egal. Und weiter im Text. Man hat diesen Aufstieg gesehen, das 68. Comeback-Special wurde gar nicht im Kurt Russell Elvis irgendwie gezeigt, sondern nur halt hier im 2022er. Und das hat mir richtig gut gefallen, da das irgendwie... Es war so episch gemacht und extrem originell. Original meine ich. Originell, was lache ich? Original. Das hat mir richtig super, super gut gefallen. Und dann auch dieses, wie das dann If I Can Dream kommt. Auch dieses ganze Thema, was damals in den 60ern alles passiert ist. Martin Luther King wird erschossen, was ja auch irgendwie so ein kleiner Mentor von Elvis war. Er hat sich ja auch für die Schwarzen eingesetzt. Der gute Elvis hat ja ihre Art zu singen ja auch gelebt und wie er sich bewegt hat, das hat er ja alles von den Schwarzen, ist ja auch in The Ghetto aufgewachsen, wo die Schwarzen waren. Und das wird halt auch gut erklärt von Parker, deswegen, das ist alles viel besser erklärt, auch mit dem Zwillingsbruder wird ganz schnell abgehandelt, da es ja auch nicht wirklich das Wichtigste ist. Ist schade natürlich, aber ja, es ist jetzt nicht wirklich das Wichtigste und deswegen wird das ganz schnell, ganz schnell besprochen. Und dass auch dieses ganze Drama, was damals in den 60ern abgegangen ist, Martin Luther King wird erschossen, Robert Kennedy wird abgeknallt, ja, und dann spricht der Präsident, damals Lyndon B. Johnson im Fernsehen, ja, damals 1963 haben sie Kennedy abgeknallt, jetzt das alles, dieses ganze Drama, was damals, das, ja, was Amerika halt erlitten musste, wurde richtig gut dargestellt und dann originale Szenen, dann rüber zu Switch zu If I Can Dream, damit man dieses Lied nochmal viel näher bringt an die Leute und den Hintergrund von dem Song versteht, nämlich If I Can Dream, I Have a Dream von Martin Luther King und dann If I Can Dream und ja, ihr versteht die Zusammenhänge, denke ich mal, hoffe ich mal. Gut, und auch das Ende war alles viel besser strukturiert, der Vegas-Aufbau und wie es über die Jahre hin lief mit Elvis. Ich meine, im Kurt Russell hat man ja nicht mal den Tod gesehen. Ne? Gut, wenn das jetzt 1976 tatsächlich ist, was ich bezweifle. Wenn es aber wirklich der Fall ist, hat ja Elvis noch gelebt. Deswegen konnte man ja nicht sagen, okay, der stirbt jetzt einfach. Das hätte Elvis den Film gesehen, hätte er sich Sorgen gemacht. Das wäre ziemlich scheiße für den gewesen. nee, aber ich glaube nicht, dass er 76 rausgekommen ist, der Film. Wie gesagt, ich habe es eingeblendet. Ich blende es nochmal ein, wenn ihr wollt. Kann das sein, dass ich es jetzt vergesse, weil ich absolut lost bin, aber... Naja gut, so viel zu den Dreharbeiten. Geht der Punkt ganz klar an 2022. Was heißt Dreharbeiten? Drehbuch.
So lieb, Leute, und was macht man, wenn man das Drehbuch geschrieben hat? Ja, kann man nicht einfach drehen. Man hat ja keine Schauspieler. Deswegen geht es jetzt weiter mit den Schauspielern. Ja, Kurt Russell hat sich... Ich fange immer mit Kurt Russell an, weil der Film älter ist und ja. Kurt Russell hat sich wirklich versucht reinzuhängen, beziehungsweise er hat sein Bestes gegeben. Er kann ja nichts dafür, dass das Drehbuch so scheiße war, meiner Meinung nach. Wie das Ganze strukturiert war, fand ich einfach 2022 tausendmal besser. Ich weiß auch nicht, er hat wirklich auch versucht, gut zu tanzen. Und seine Moves waren auch gerade am Ende bei Blues You Choose, hat mir das richtig gut gefallen, wie er da abgegangen ist. Also das letzte Konzert, was man gesehen hat im Film, hat mir richtig gut gefallen. Da hat er wirklich alles gegeben. Kann man jetzt nicht wirklich sagen. Aber manchmal in solchen ernsten Rollen, gerade mit der Liebe, da guckt er die Priscilla an wie so ein Perversling. Und ich weiß auch nicht, Alter, der hat manchmal so komische Ausdrücke gehabt. So irgendwie, ich weiß auch, mit seinem... Keine Ahnung, ey, also wirklich, das ist mir absolut nicht abgegangen. Austin Butler hat zwar auch irgendwo so ein bisschen dieses Coole rausgeballert, aber bei ihm war es charmant, bei ihm war es cool, bei Austin Butler war es wirklich cool. Den Typ habe ich voll gefeiert, würde ihm gerne die Faust geben, beziehungsweise die Hand geben und ihn fragen, wie es war, in Vegas aufzutreten. Nee, und ja gut, er ist ja nicht in Vegas aufgetreten. Ja, Leute, bin lost. Ja, und deswegen, also ich weiß nicht, Kurt Russell hat das nicht so überzeugend gespielt, bis auf seine Moves manchmal. Und generell, der Rest der Schauspieler, fangen wir gar nicht drüber an zu reden. Die Mutter war noch ganz gut gewählt und wie gesagt, eventuell Priscilla war noch ganz in Ordnung, aber der Rest, gerade der Colonel, also vergessen wir das, absolut schlecht. Da hat mir die schauspielerische Leistung absolut nicht gefallen. Kurt Russell war jetzt auch nicht der beste Darsteller von Elvis. Viele sagen, den sieht ihm ähnlich. Ich finde, der sieht dem gar nicht ähnlich. Gut, jetzt fangen wir an mit 2022. Ja, Austin Butler, Leute, da muss ich nichts mehr sagen. Der Typ ist grandios, grandios in seiner Rolle gewesen. Hat für mich gefühlt 50 Oscars verdient. Wie der sich reingehängt hat, das kennt man wirklich von sehr, sehr seltenen Schauspielern. Der hat sich wirklich reingehängt. Der war einfach Elvis. Der Typ, ich glaube, in dem steckt ein Elvis. Ich sag's euch ehrlich. Also, was der sich da... wie der sich abgeschauspielert hat, der hat sich den Arsch abgespielt für diese Rolle. Hammer. Hat ihn richtig gut gespielt und war auch sehr, sehr, sehr sympathisch. Hat traurige Momente sehr stark gespielt. Der kann einfach, in dem Film hat er wirklich alles gut gespielt. Dann Colonel Tom Parker, Tom Hanks, Leute, Tom Hanks, da muss man auch nicht mehr viel zu sagen. Ich habe noch keinen schlechten Film von Tom Hanks gesehen. Also wirklich, grandios, er hat den richtig gut gespielt. Dieser dreckige, eklige, hinterhältige Colonel hat er so gut gespielt. Hammer, auch dieses Böse so ein bisschen, aber trotzdem sympathisch. Ich fühle den Colonel trotzdem in dem Film, allein schon wegen Tom Hanks, der ist einfach so ein sympathischer Kerl. Ich liebe den Kerl. Und ja, Priscilla Olivia de Jong oder wie man die ausspricht. Ja, war jetzt auch nicht schlecht. Ich fand, hätte man vielleicht ein bisschen besser besetzen können, aber war jetzt nicht schlecht. Sie stört mich nicht, sie ist gut, auch gut gewählt, hat gut gespielt. Also gut geschauspielt hat sie auf jeden Fall, kann man nichts sagen, hat sie gut gemacht. Und ja, der Rest fand ich jetzt auch gut. Cherry Schilling wurde gut gespielt. Diese eine da, wo der Colonel ganz gesagt die Hippies, ne, bei If I Can Dream war Hammer. Die Typen waren auch gut gespielt. Der Billy aus Stranger Things, wisst ihr, ich weiß jetzt gerade nicht seinen echten Namen. Ich hatte ihn gekannt, ich folge ihm ja auch auf Instagram, aber ich vergesse es gerade. Ja, Leute. Und ja, Schauspieler, also da geht auch ganz klar wieder ein Punkt an Elvis 2022. Ja, was spielt natürlich in Filmen immer eine große Rolle und auf jeden Fall eine richtig große Rolle in einem Elvis-Film? Ja, die Musik! Und ja, liebe Leute, reden wir direkt drüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kurt Russell, der Film mit Kurt Russell, die Musik war 1A. Also da gibt's überhaupt nichts zu sagen. Wir haben zwar viele, viele Titel gefehlt, If I Can Dream, Jailhouse Rock. Wobei, war Jailhouse Rock drin? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Unchained Melody war drin, Suspicious Minds hat mir gefehlt, das war leider nicht drin. In der letzten Zeit echt mein Favorite, ist halt einfach im 2022er mega rübergekommen. Trotzdem, ja, war an sich nicht schlecht, die Musik hat mir gut gefallen, Blues You Choose, also kann man nichts sagen. Hound Dog haben sie ja, glaube ich, auch gemacht, muss man nicht drüber reden, war gut. Sie haben gute Songs genommen, in American Trilogy am Schluss hat auch gut gepasst. Und jetzt reden wir über 2022. Ja, ich glaube schon, dass Baz Luhrmann sich ein bisschen inspirieren gelassen hat von guten Kurt Russell Elvis, denn die Songs waren ähnlich. Blues You Choose, An American Trilogy, Unchained Melody. Gut, das könnte man jetzt sagen, ja, ne,
ist halt Elvis, ist halt seine Songs, waren halt seine bekanntesten Songs. Gut, ja, ne? Trotzdem glaube ich, dass er ein bisschen inspiriert wurde. Aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, die Songs waren einfach tausendmal besser, die gewählt worden ist. Allein hier Can't Help Falling in Love, so ein bisschen im Hintergrund am Ende, wo er im Flugzeug steigt und natürlich auch, wie er Priscilla dann das erste Mal küsst. Das ist dann auch nochmal richtig geil rübergekommen. If I Can Dream, geil. Hound Dog ist mega geil rübergekommen. Hound Dog sowohl von Elvis als auch von Big Mama, nenne ich sie jetzt einfach mal. Also ich glaube, so heißt sie ja auch im Film, beziehungsweise im echten Leben. Ja, so, und was gibt's noch? J-Hoss Rock. 68er, das ganze 68er Comeback Special war mega geil. Generell die ganzen Songs sind einfach mega. Allein wo dann der Colonel dann sagt, ja, sein Leben war ein einziger Hollywood-Film und dann überall seine Kollegen, seine Cousins und dann dieses. Ja, ich kann es jetzt nicht machen, weil ich lost bin. Aber Leute, die Songs waren einfach mega und geht auch wieder ein Punkt an Elvis 2022. 3-0 bis jetzt. Sieht schlecht aus für den Kurt Russell. So, liebe Leute, und auf meiner nächsten Liste ist King gerecht. Kommt die beiden Filme, oder wer kommt näher an das Original ran, beziehungsweise erstens, wie sie den rüberbringen, und zweitens, wird der Film eigentlich dem King gerecht? Ja, fangen wir wie immer mit Kurt Russells Elvis an. Ich fand, er hat, wie gesagt, die Rolle ganz gut gespielt, aber für mich war er jetzt nicht wirklich gut und er hat auch nicht wirklich den King so repräsentiert, beziehungsweise dass ich jetzt sagen würde nach dem Film, ich bin Elvis-Fan. Das halt leider nicht. Die Songs sind zwar geil natürlich, aber nee, Leute, nee. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, das wird dem King nicht so gerecht, ist nicht so gut rübergekommen. Elvis 2022 jedoch, Hammer, wirklich Hammer, Leute. Also wirklich, ich war nach diesem Film Elvis-Fan, mein Lieblingssänger, hab nur noch Elvis-Lieder gehört, auch jetzt noch, hab mir ein T-Shirt gegönnt, Leute, gut, hatte ich schon vor dem Film, allein wegen dem Trailer war ich schon gehypt, Leute, wirklich, also da muss man nicht wirklich drüber sprechen, der Film wird Elvis so gerecht, dem King so gerecht, alles wird wirklich erzählt und ich find's einfach mega. Und auch die, selbst die Familie, Leute, wenn schon diese Familie sagt, endlich mal ein würdiger Film für Elvis, dann ja, werden die anderen nicht würdig gewesen sein. Deswegen, ja, ganz klar, dieser Punkt geht wieder an 2022. So, liebe Leute, und mein letzter Punkt, das rattern mir jetzt runter, wird einfach das Interesse wecken. Ja, so ein Biopic soll ja auch, glaube ich, beziehungsweise eine Biografie, ein Film, so Biografie, soll ja auch eventuell ja auch die Interesse wecken zum Real Life, beziehungsweise zu den echten Sachen, die halt passiert sind. Zum Original soll es ja auch irgendwie rüber switchen. Soll ja auch Werbung machen. Wie gesagt, das ist ja auch irgendwo Werbung, dass man dann sagt, okay, ich interessiere mich jetzt wirklich für Elvis oder ich interessiere mich jetzt wirklich für Marilyn Monroe oder für JFK oder was weiß ich. Ich habe jetzt alles gesagt, wofür ich mich interessiere. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, nach 2022, ich bin der größte Elvis-Fan, Leute. Ich bin wirklich krank, also wirklich, Elvis, der Film hat mich wirklich, hat meine Interesse mehr als geweckt. Ich bin ein richtig großer Elvis-Fan geworden und liebe seine Musik über alles, wirklich geil. Immer wenn ich morgens aufstehe für die Schule, unter der Dusche, Leute, gibt's nur Elvis. Und es war einfach mega. Also da kann ich nicht sagen, die Interesse wurde mega geweckt. Und dieser Film hier hat irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich den jetzt geguckt hätte, dass ich dann sage, Elvis ist scheiße. Aber nachdem ich ihn geguckt habe, ja, keine Ahnung, gucke ich was anderes. Und sehe mir nicht auf YouTube irgendwie Elvis-Sachen an. Ich weiß nicht. Also der Film hat es nicht wirklich geschafft, mich davon überzeugen, dass Elvis wirklich gut war. Und dass ich wirklich jetzt ein Fan sein soll. Deswegen geht der Punkt auch wieder ganz klar an Elvis 2022. Ja, liebe Leute, das war's jetzt hier tatsächlich. Der gute Elvis 2022 hat ganze 5-0 gegen den Kurt Russell gewonnen. Ja, Leute, ich habe viele Leute in meiner, also ich glaube, das Elvis-Video, die Kritik zu Elvis 2022 ist mit, auf jeden Fall, ich glaube, das zweitberühmteste Video, beziehungsweise meistgeklickteste Video, auf meinem Kanal. Auf jeden Fall hat es die meisten Kommentare, ich glaube über 20 auch von mir, wie ich hin und her geschrieben habe. Und ja, ich habe wirklich eine coole Leute da, die unten kommentiert haben. Und es gibt viele, wirklich die meisten schreiben, der ist der Beste. Ich glaube, jeder hat geschrieben, der ist der Beste.
der ist besser wie der von 2022. Und ich wollte mich überzeugen und ich wollte sagen, ich gebe ihm eine Chance. Ich wollte natürlich irgendwie euch da auch verstehen und habe ihn mir dann einfach auf DVD gekauft. Ja, ich habe ihn mir auf Amazon gekauft, um den endlich jetzt zu gucken. Ja, was war? Ich war enttäuscht, ne? Leute, vielleicht habt ihr auch die 3-Stunden-Fassung gesehen, aber es gibt halt nur diese Fassung zum Kaufen und ich bezahle nicht 20, 30 Euro für eine 3,5-Fassung, also da habe ich keinen Bock drauf. Also deswegen habe ich jetzt die 1,5, die ganz normale, die man halt auf DVD bekommt. Deswegen, ich kann es nicht verstehen, wie ihr den so geil findet. Also es freut mich für euch, wenn ihr ihn geil findet. Ich finde einfach den 2022er 1000-mal besser. Also ich weiß gar nicht, warum ich das Video hier gemacht hatte. Ich hätte können 10 Sekunden Video machen, ja, 2022 ist besser und da hätte ich schon gehen. Hätte ich können gehen. Nee, durch. Man hat ihn mal gesehen, ich habe ihn in meiner Sammlung, er steht in meinem Regal, aber das war das erste und das letzte Mal, dass ich ihn geguckt habe. Wirklich, Leute, also ganz ehrlich, hat mir absolut nicht gefallen. Der steht auch nicht bei den anderen Filmen, der steht da allein. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass der keinen Platz bei den anderen hat, nur mein Regal ist voll. Nee. Also ganz ehrlich, 2022 ist einfach der bessere Film. Doch wie steht ihr zu dem Thema? Beziehungsweise findet ihr auch den Kurt Russell besser? Seid ihr auch der anderen? Die Meinung, findet ihr den halt einfach auch besser? Wie die meisten von meinen Zuschauern. Oder sagt ihr, nein, Leon, du hast recht, 2022 ist besser. Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Und Leute, bitte hatet mit nicht. Liked es, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr mich auf meinem weiteren Weg verfolgen wollt. Und aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und wie gesagt, Leute, es ist nur meine Meinung. Meine Meinung muss nicht mit eurer Meinung übereinstimmen. Und ich würde sagen, wenn ihr wirklich noch nicht den geguckt habt, schaut ihn euch ruhig an. Er ist sehenswert, weil man kann nicht sagen, ein Film ist scheiße, wenn man ihn noch nicht geguckt hat. Deswegen, ich habe ihn mir angeguckt. Man konnte ihn sich reinziehen, mit viel, viel, viel Geduld und Aushaltevermögen. Nee, gut Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Leon Films, Leute, und ciao, ciao.